Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Kanalvorstellungen. Ja, diese gehen nun also auch nach einer längeren Pause mal wieder weiter. Ein paar Kanäle haben sich wieder beworben, die auch schon eine längere Zeit darauf warten mussten. Wie zum Beispiel der liebe Andy Feedable, wo wir heute sind. Da möchte ich mich vorher entschuldigen, dass das so lange gedauert hat. Der hat sich, glaube ich, schon vor 2 Wochen oder so beworben. Das ist immer mal wieder untergegangen. Ich hatte es mir aber aufgeschrieben und also jetzt ist er da von Andy Feedable. 506 Abonnenten. 11.122 Aufrufe, seit dem 24.07.2012 dabei, also auch schon seit, ja, mehr als 3 Jahren, also er weiß auch, wie der Hase läuft, und wir gucken mal in seine Beschreibung. Hallo, ich grüße Sie, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich lade mindestens 2-mal die Woche neue Comedy-Videos hoch. Falls euch gefällt, was ihr seht, dann lasst mir bitte ein Abo da, liebe Friends. Danke, ciao! Des Weiteren hat er noch einen Twitter-Account und, ja, Google Plus ist ja klar. Hat er auch. Ich finde Kanalbanner eigentlich, ja, sehr klassisch gehalten. Nichts Außergewöhnliches, sag ich mal. Also er hat natürlich seinen Kanalnamen, Andy Feedable, darunter dann Comedy, Awesomeness, Prettiness und noch ein Bild von sich. Wir schauen mal bei den Videos vorbei. Er macht, wie gesagt, hauptsächlich Comedy-Videos. Zum Beispiel habe ich mir das Video mal angesehen, das Beste aus der Welt. Das ist ganz okay, das ist ganz witzig. Die Dinge, die man nicht tun sollte, Hashtag Schluss machen, ja. Und außerdem habe ich mir noch seine Kanalvorstellung angeguckt. Das solltet ihr euch auch auf jeden Fall mal angucken. Oder sein Vorstellungsvideo, wo er sich dann selber mal zeigt. Die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Klar, von den Thumbnails her, also die Thumbnails, muss ich sagen, sind natürlich schon sehr reizvoll gestaltet natürlich, ne, wo man draufklicken müsste normalerweise, weil da viele Frauen sind. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht oder nicht. Weiß ich nicht, soll jeder machen, wie er das will. Aber man sieht, er lädt wirklich jeden zweiten Tag, wenn es geht, was hoch, hier vor einem Tag, vor 6 Tagen, vor einer Woche, vor 2 Wochen. Und seine Aufrufe sind halt dementsprechend, sind halt auch gut, ne? Ihr seht das hier, 355 Aufrufe, 138 Aufrufe, da schon über 2000, hier schon über, wo hat man es einfach nicht noch, als über 1000, hier zum Beispiel Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel. Das werde ich mir auch mal nach der Aufnahme angucken, das klingt ganz interessant. Also, wenn ihr den Kanal Andy Feedable unterstützen wollt, klickt unten in der Beschreibung auf den Link zu seinem Kanal, klickt dort auf abonnieren. Ich wünsche dir, Andy Feedable, viel Glück weiterhin auf YouTube, viel Spaß weiterhin, das ist ja die Hauptsache. Unterstützt ihn vielleicht mit einem netten Like, mit einem Kommentar von mir, da würde er sich bestimmt drüber freuen. Und ja, wenn ihr euch bewerben wollt für meine Kanalvorstellungen, wisst ihr ja, wie es geht, einfach eine Privatnachricht schreiben, mindestens 10 Videos haben, das ist jetzt seit neuestem die Voraussetzung, und es ist egal, ob ihr wie er Comedy-Videos macht, ob ihr Vlogs macht, Let's Plays macht oder irgendein anderes Genre von Videos, bewerbt euch einfach bei mir und dann werde ich euch bei Zeiten hoffentlich schnell vorstellen. Wie gesagt, der Andy Feedable muss jetzt leider ein bisschen länger drauf warten. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und dann, ja, sehen wir uns bei Kanalvorstellung Nummer 89 wieder. Also, haut rein und ciao!